Die Frage, die mir häufig gestellt wird, was ist eigentlich ein gesunder Körperfettanteil? Und auch da gibt es natürlich die eine Seite und die andere Seite. Es gibt die zu viel Fett, es gibt die aber auch zu wenig Fett. Denn Fett ist, man mag es kaum glauben, einer der wichtigsten Baustoffe unseres Organismus und einer der wichtigsten Energieträger. Wir brauchen also Fett. Und von der Einordnung kann man sagen, dass grundsätzlich das Körperfett bei Männern etwa 15% des gesamten Körpergewichtes ausmachen sollte. Bei mir 72 Kilo, also heißt das ungefähr 10 Kilogramm Körperfett. Das ist gut. Bei Frauen, die eine etwas andere Konstitution haben, etwas andere Muskelmasse zum Beispiel haben, heißt das etwa 20%. Das ist so ungefähr der ideale Körperfettanteil. Zu wenig darf es also auch nicht sein. Also zu mager, das funktioniert auch nicht. Und ich sehe ja oft gerade die Zero-Kleidergrößen, die machen mir schon Sorge, weil da der Körperfettanteil schon ziemlich gegen Null fast tendiert. Und das ist fast tödlich, weil ohne Körperfett kann man nicht existieren. Entscheidend ist aber gerade natürlich, wo liegt das Körperfett? Und es gibt ja das sogenannte viszerale Fett, was hier so liegt, in den inneren Organen. Das umschlingt die Lunge, die Leber und alle inneren anderen Organe und den ganzen Bauchraum. Das ist das gefährliche Fett, weil es nämlich hormonaktiv ist. Und auch da gibt es eine Größe, die man beachten sollte. Bei Frauen liegt die als Obergrenze 88 cm Bauchumfang, drunter sollte es sein. Und bei Männern 101 cm, drunter sollte es also sein. Also der Bierbauch, der größer als 101, ist deswegen so gefährlich, weil er hormonaktives Fett hat. Also es kommt nicht nur auf die Gesamtmasse an, sondern auch, wo liegt das Fett eigentlich? Was kann man dagegen tun? Nur eins. Energie in den Griff bekommen, also nicht zu viel essen und Training machen. Denn nur wenn man trainiert, kann man Energie verbrauchen. Beides muss eine gewisse Harmonie gebracht werden. Wichtig ist nur, dass ihr bitte versteht, Fett ist wichtig, Fett ist sogar lebensnotwichtig, nur zu viel Fett ist genauso tödlich wie zu wenig.